So, der Hardcore Kerbal Colonization Schriftzug bleibt natürlich frei. Da lassen wir gar nichts drauf kommen. So, und dann Kolonisation, Construction, Construction. So, zack. So, das wird das Teil, was wir andocken. Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Doch, wir machen das lieber über den Dockingport wirklich. So, dann kommt eine Kapsel mit. Wir werden wahrscheinlich nochmal einen Container brauchen, oder? Wir müssen ja auch Kerbals wieder mit runternehmen. Ich überlege jetzt gerade, ob das so sinnvoll ist oder ob wir wieder das gute alte. Mehrere Dinge, die man an- und abdocken kann, Spiel machen. Eigentlich war das gar nicht schlecht gewesen, ne? Ich glaube, machen wir das nochmal? Ich weiß es nicht. Zweite Kapsel. Eigentlich nicht. Wir müssen auch gar nicht so viele Kerbals hier wieder mit zurücknehmen. Wir können ja anfangen, Kerbals mit zurückzunehmen. Und dann haben wir halt erstmal Platz für zwei. So, dann können wir 4, 8. Boah, verdammt, wir müssen so viele Leute hochbringen, ne? Kriegen wir die denn alle rein? 14 Leute. Ist echt eine Ansage. Ist echt eine Ansage. Aber gut, die können wir hier unten irgendwo im Service-Modul wahrscheinlich noch mit unterbringen. Jetzt gucken wir mal. Also, wir haben Rückkehrkapazität für 3 Leute. Das können wir ja später noch mal ein bisschen. Ja, ich muss die irgendwann muss ich die auch wieder irgendwie landen. Das ist richtig, aber nicht alle gleichzeitig. Das ist mir zu stressig, alle gleichzeitig zu landen. So, das ist unsere Rückkehrkapsel. Die kriegt dann auf jeden Fall die Decoupler drunter. Die Dinger hier haben Habitation. Ja, so ein Teil hat für 4 Kerbals 25 Monate Habitation. Also da bringen wir genug mit rauf. Und wir nehmen ja ein paar Kerbals raus. So, dann können wir auf jeden Fall mal gucken. Okay, wir haben oben auch ein Grünhaus, damit wir, da lassen wir vielleicht die Biologen sogar oben, damit die Essen produzieren. Dann haben wir mit dem Essen nicht ganz so schnell ein Problem. So, wie machen wir das jetzt? Ja, wir machen da jetzt ein Dings ran. Wir bauen da jetzt einfach Platz durch Container ran. So, oben sind schon mal 8, dann sind das jetzt 12, dann sind das jetzt ausreichend. Warte mal, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viel, oder? 12, 13, 14. Passt. So. Dann kommt hier ein Tank ran, damit wir im Orbit hin und her fliegen können. Wahrscheinlich werden wir mal einen etwas größeren Tank brauchen, damit wir auch irgendwo tatsächlich hinkommen. Das Ganze mit einem Pudel versehen heißt, wir haben 1300 Delta V. Das reicht auf jeden Fall schon mal, um nicht auseinanderzubrechen. So, Grandparent Part, jawohl. Und ihr könnt euch mal strutten gegen das Heaviest Part, sehr schön. So, dann haben wir jetzt eine Rakete, die hin und her fliegen kann. Dann brauchen wir ein bisschen Strom. Was prinzipiell ja sowieso nicht schadet, wenn man in der Gegend rumfliegt, habe ich gehört. Da können wir auch hier nochmal gucken, dass wir da vielleicht den Strom sogar hierhin bauen. Dann haben wir nochmal was für die Bauteile. So. Zack, 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 zack. Dann Kontrolldüsen, damit wir schubtechnisch auch wieder nach Hause kommen. Wo sind die Kohlen? Da sind Kohlen. Zip. So, dann können wir hier nämlich mit Monopropellant wieder nach Hause fliegen. Sehr schön. Gut, zack, zack, zack. Und wir können natürlich auch andocken. So, das wird der Space Camp.
Shuttle. Ich weiß es nicht. Genau, guter Einwand, die Düsen jetzt einzustellen, weil dann sind wir jetzt alle gleichzeitig eingestellt. Zack, einmal prüfen. Jawohl. Sehr schön, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch eine große Rakete drunter dengeln. Und das Ding dahin fliegen. Und das war es dann auch schon. Es ist manchmal so einfach, ne? So, Skipper. Zack. Und. Weiß ich nicht, machen wir da jetzt einfach noch ein paar Außenteile dran? Ja, wahrscheinlich am einfachsten. Lup. Davon ein paar. Zack. Zack. Ich glaube. Zwei Solarpaneele an der Leiter? Was? Wie? Wo? Oh. Hatte ich die auf vierfach? Wollte ich auch gar nicht auf vierfach. Ich wollte die auf zweifach haben. Zack. So. Die Autos strutten wir einmal in die Mitte rein. Dann gibt's ein gutes altes Fuel Relay nach innen und natürlich viermal ein Skipper an der Außenwand, der zusammen mit dem gezündet wird. Dann haben wir eine Atmosphäre 1,3 beim Starten. Da kommen noch ein paar Booster dazu und dann sind wir safe. Ohne Atmosphäre 6000 Delta V reicht locker. Könntest das ja auch am Moon landen? Ja, ich könnte das auch am Moon landen. Aber ich finde, im Orbit reicht es mal. Oh Gott, oh Gott. Du hast am Hals gerade. Wieso rollt ihr denn die Augen? Was habt ihr denn für Probleme? Nur weil ich Raketen baue, die dann halt erwiesenermaßen auch fliegen. Und so teuer ist sie ja gar nicht. Das passt schon. Das passt schon. So, ein paar kleine Booster ran. Müsste das für heute eigentlich auch reichen. Wir wollen ja vor allen Dingen jetzt erstmal schnell und verlässlich 14 Touris nach oben bringen und nach oben bringen. Was wir vor allen Dingen nicht machen wollen, ist 14 Touris umbringen. Das wäre nämlich ziemlich verheerend wahrscheinlich für unsere Reputation. Deshalb bauen wir hier jetzt keinen experimentellen Krimskrams, sondern wir machen jetzt dort, was wir so brauchen. Ja, ich könnte ihn natürlich auch noch andocken, aber ich muss ja auch irgendwo Strom für den ganzen Kram herbekommen. Und eigentlich habe ich den einfach nur mit dabei, um die Kerbals da einmal rauszutransportieren. Und mit 4000, ja, finde ich den auch irgendwie vernachlässigbar teuer. Da können wir mal, wenn wir einen brauchen, auch weiter noch hochfliegen. Weil ich müsste dann komplett Dockingport-Kram und alles machen. Gut, auf der anderen Seite, ja, es spricht auch nichts dagegen, ne? Am Ende des Tages. Du hast nicht komplett Unrecht, ob ich den jetzt dahin baue oder dahin baue. Es ist gehüpft wie gesprungen. Ich kann den natürlich auch oben lassen. Da ist einfach mehr Platz da. So. Gut, das. Jetzt muss man aufpassen, das sind die. Sind das die Booster oder was? Ja. Booster gehen als erstes weg. Dann geht das dahin. Das dahin. Dann kommen die weg. Dann kommt das. Wie gewohnt. Nee, und umbringen und nach oben bringen ist hoffentlich nicht dasselbe. Ich fände das sehr traurig, wenn das dasselbe wäre. Gut, haben wir mittlerweile schon große Fairings irgendwie mal? Nö, ne? Ach nee, es ist bei Payload mittlerweile drin. Wir hätten sogar ein Fairing dafür. Traue ich mich mal wieder mit Fairings zu arbeiten? Letzten Mal war das ja immer nicht so glorreich. Kommt, ist da. So.
Wir machen das jetzt einfach mal. Zack. So. Und Clamshell Deploy zwei Seiten. 400 Ejection Force reichen hoffentlich. So. Gut. Dann haben wir da auch ein bisschen Aerodynamik. Das sieht echt eigenartig aus, muss ich sagen. Gut, wir haben oben genug Essen, oder? Kann man jetzt nicht nachgucken. Oben müsste aber genug Essen unterwegs sein. Wir haben genug Delta wie für den Start. Nehme ich nochmal Essensersatz mit. Es spricht eigentlich nichts dagegen, das zu tun, ne? Ich habe genug Delta V. Dann packen wir da noch ein bisschen Essen mit dran. Dup, 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 dup. Life Support 2,5 Meter, genau. Komm her hier. Zack. So, dann sind wir bei 5,6. Sind in der Atmosphäre immer noch über 1,5. Das heißt, alles gut. Und wir haben jetzt für die maximale Besatzung von 15 Leuten 27 Tage. Ja, wir können hier noch irgendwo eine Batterie dazwischen klatschen. Aber an der Raumstation oben ist eine große Batterie dran. Also da müssen wir uns nicht so Sorgen machen. Ich mache jetzt hier an den blöden Pott mal zwei kleine ran. Irgendwie nicht beim erstbesten Sonnenuntergang wieder nackt dastehen. Gut, das sollte eigentlich reichen. Wie gesagt, Solarpanels sind mehr als genug dran. Delta V ist positiv, Trust Validation ist positiv, so rum. Ich guck mal sicherheitshalber, ob das hier auch wirklich Kerbin ist. Ja, ist es. Okay, wir haben genug Delta V, um hochzukommen. Wir haben genug Trust Validation, um loszufliegen. Dann brauchen wir jetzt einfach nur noch haufenweise Touristen einpacken. Nee, der Chef macht das heute nicht selber. Wer ist denn als Pilot hier unterwegs noch? Luis war gerade unterwegs. Der Fischkopf. Fischkopf, dich habe ich doch heute auch schon im Chat gesehen. Ich würde sagen, auch wenn das nicht dein designierter Job ist, die jetzt zu fliegen, du darfst heute mal einen Flug machen, um die Touristen abzuliefern. Bitte mach das ordentlich. Das sind 14 Touris. Bring die um Himmels Willen nicht um. So, und so viel zum Thema bring die um Himmels Willen. Warte mal, du musst aber auch ins Cockpit irgendwie, ne? Zack. Weil ich nett bin, Fischkopf, kriegst du auch zwei junge Damen zu dir ins Cockpit. Natasja und Gerdi, damit du gute Gesellschaft hast. Und hier hinten gucken wir mal, ob wir gemischte Gesellschaft hinbekommen, dass wir hier nette Grüppchen haben. Oh Gott, wollen die echt alle dahin? Sehr frauenlastig, unsere Ausbildungsgruppe, muss ich sagen. Da freut sich der Josie. Muss es nicht ein Level 2 Pilot sein? Nee, ich glaube, es muss kein Level 2 Pilot sein. Es muss ein Level 2 Kerbel sein. Und da oben ist ein Level 2 Wissenschaftler. So. Achso, also. In der Crew muss ein Pilot, ein Ingenieur, ein Scientist sein. Einer der Crew muss Erfahrungslevel 2 haben. Oh shit, wir haben gar keinen Piloten da oben, ne? Das heißt, der Pilot muss da bleiben und gegen irgendjemand anders ausgetauscht werden. Und wir müssen auf jeden Fall einen Ingenieur und einen Scientist oben behalten. Irgendwie so. Also, so wie es aussieht, brauchen wir wohl... auch einen Piloten an Bord. Das müssen wir gleich mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich wohl... Fischkopf sein, der da mal eine kleine Zwischenstation einlegen darf. Und einer von denen muss Level 2 sein und das haben wir auch schon abgehakt durch den Wissenschaftler, der da oben ist. Genau. Wow, was für eine Veranstaltung. So. Ich strutte immer noch ein bisschen, ne?
Bitte lass es nicht schief gehen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mal unser Space Camp mit 15 Leuten an Bord. Völlige Wahnsinnsrakete. Und entweder haben wir dann gleich 14 tote Kerbals oder 14 potenzielle Anwärter auf unsere Astronautenausbildung. Zap. Wie sie alle begeistert gucken. Ich kann mir das gar nicht mit ansehen. Bitte sterbt einfach nicht. Ich klappe euch mal kurz rein. Das ist mir zu gefährlich hier. Ich will die Gesichter nicht sehen, wenn sie sich brennend über Körben verteilen. Oh, set as target. Gut, dann rotieren wir mal. Nee, ich muss gar keinen mit nach unten nehmen. Das ist schon richtig. Aber, ich hatte eigentlich gedacht, ich liefere die mit dem Piloten ab und fliege wieder zurück. Aber das hätte sich ja dann quasi erledigt. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die ranbringen. Dich will ich gar nicht haben. So, das heißt, wir haben auch einen schönen Start ins Morgengrauen. Ich hoffe nicht ins morgendliche Grauen, sondern ins Morgengrauen. So, wir sind unter 400 Kilometer. Rakete steht bereit. Booster sind startklar. Das Staging sieht auch noch immer so... Oh. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Ich vermute mal, dass da so irgendwann eine bessere Idee wäre. Wenn doch eher, können wir das immer noch machen. Okay, in diesem Sinne... 2, 1, Risiko. So, kleiner Zusatzschub von unseren Liquid Fuel Boostern. Von unserem Solid Fuel Booster natürlich. Die uns hier nach oben katapultieren sollen erstmal. Für die ersten paar Meter. So, da ist auch gleich Feierabend. Da müssen wir mal gucken. So, weg damit. Sieht doch nicht gut aus. Okay, wir nehmen Geschwindigkeit auf. Das sieht auch gut aus. Okay, dann lasst uns Fahrt aufnehmen, solange wir noch so viele Triebwerke haben. Ich glaube, das fühlt sich ganz stabil an vom Fliegen her. Scheint okay zu sein. Wie schnell die Mulch produzieren, ey. Fressen sich hier durch die Vorräte durch. Kacken alles voll im Raumschiff. Alles. Alles schmutzig. Okay. Also. So, Gravity Turn wird langsam und da hinten kommt auch die Sonne. Ja, wenn ich hier schon sowas verspreche, dann machen wir da natürlich auch eine Kameraeinstellung für. Wenn es hier schon Start in den Sonnenaufgang gibt, dann gibt es auch einen Sonnenaufgang, der natürlich extrem beschleunigt ist durch unsere halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind. Und ich lasse diese ganzen, ich muss morgen früh raus ausreden, überhaupt nicht gelten. Ich muss um 4 raus, damit ich meinen Zug kriege. Eigentlich muss ich eher um 3:30 raus. Ihr seid alles Heulsusen. Aber, Thorsten, ich wünsche dir trotzdem eine gute Nacht. Schlaf schön und guck dir gerne die Wiederholung an. So, jetzt nicht zu schnell werden. Ich sehe hier schon die ersten Hitzeeffekte an der Rakete. Das ist dann ein bisschen viel des Guten. So. Ja, siehst du, also ich stehe wahrscheinlich so 3.40 Uhr auf morgen, damit ich meinen Zug bekomme und vorher noch meinen Scheiß zusammenpacken kann. Aber vielleicht schlafe ich auch einfach nicht. Mal gucken. Aber du musst wahrscheinlich arbeiten und im Gegensatz zu mir, der einfach nur zu so einem komischen Körbel-Event geht. So, da kommt dann auch gleich die Stage Step auf uns zu. Jawohl. Stage Step sauber durch. Wir geben nochmal Vollgas, damit wir uns hier auch lösen. So, und dann schauen wir doch mal, wie unser Treffer so aussieht auf die Raumstation. Für die wir ja dann nicht nur das ist doch alles insgesamt ganz nett aus. So, jetzt müssen wir nur noch schneller werden. Die Entfernung dabei verkürzen.
Zack, 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 zack. Das sieht alles ganz gut aus. 30 Kilometer, 29 Kilometer. Sehr schön. So kann man noch arbeiten. Ah, sehr schöner Treffer. Das habe ich auch lange nicht mehr geschafft, so exakt hochzukommen. Bei einem Start direkt. So, da kommen wir direkt aus unserem Startanflug auf 400 Meter erstmal ran. Ich glaube, das reicht mir auch. Ich muss nämlich noch ein Bremsmanöver ablegen. So, jetzt machen wir hier mal sicherheitshalber jetzt den mal schwimmen weg. So. Und gehen auf Target Retro. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir rechtzeitig zünden. Also, wir haben in der momentanen Rakete noch 1378 Delta V in der momentanen Stufe. Wir müssen wegbrennen bei unserer Begegnung 600 Delta V. Das heißt ungefähr die Hälfte. Wir brauchen dafür 1 Minute 42, also brauchen wir ungefähr 50 Sekunden. Das heißt, wir müssen ungefähr zünden. Da sich das ja dann ein bisschen verzögert und nicht ganz klappt. Ich sag mal, wir zünden einfach mal bei 48 Sekunden. Los. Ja, ein bisschen zu früh, glaube ich. Können wir noch ein bisschen näher ran. Probieren wir es mal nochmal so bei 20 Sekunden. Oder na? Ja, wir machen mal 20 Sekunden. Mal gucken, was passiert. So, jetzt sind wir nämlich auf vollem Gegenschub, während sich die Raumstation weiter annähert. Jawohl, das sieht aber gut aus. Das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Das Zeitfenster sinkt, die Geschwindigkeit auch und wir sind relativ nah dran mit dem Stopp. Ja, ein bisschen eher hätten wir noch zünden können. Ganz kleines bisschen eher. Aber das wird gar nicht schlecht. Das wird gar nicht schlecht. So, dann gehen wir gleich wieder retro, um das Teil auch wieder abzufangen, dass hier keine komischen Sachen passieren. Und dann sind wir da aber mal ein bisschen vorsichtig, damit wir nichts kaputt machen. Weil wir haben doch ein relativ mächtiges Triebwerk gerade noch dran. Okay, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Treibstoff, ich gebe es zu. Ich hätte mir vielleicht eine Stage sparen können. Aber wer ahnt denn, dass das so ein guter Treffer wird? Wer ahnt denn sowas? So. Jetzt lassen wir uns mal daneben driften. Oh, guck mal, 70 Meter. Gut, wir wollen an dem Ende auch andocken. Das heißt, es schadet gar nicht, dass wir noch ein bisschen rausdriften. So. Jetzt gleichen wir das mal an. Sehr schöner Aufstieg. Also ich bin sehr zufrieden. Das ist fast so gut gelaufen wie die Landung. Auch sehr butterweich hier hochgekommen. Gut, wie gesagt, Spritkalkulation. Im Niveau ziemlich verschwenderisch. Auf jeden Fall anzusiedeln. So, und jetzt können wir mal gucken, dass wir die hier schon mal Control von hier und wo ist mein Target? Da ist mein Target. Set as Target. So, und dann müssen wir hier irgendwie wahrscheinlich grob in die Richtung drehen. Dann können wir da nämlich schon mal die Nase in die richtige Richtung bringen für das Docking-Manöver. Dann lassen wir ihn hier einfach stehen. Wir hoffen, dass er noch genug Strom bekommt. Jawohl, okay. Also wir sind stromtechnisch diesmal auch ausnahmsweise mal stabil, nachdem das letzte Mal ja alles nicht so gut geklappt hat. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt unser Docking-Manöver machen. Control vom hier. Und wir wollen exakt diesen kleinen, den ich jetzt schwerlich anklicken kann, Dockingport haben. Na gut, wir gehen jetzt erstmal drauf zu und dann ergibt sich der Rest hoffentlich später. Wir können hier aber schon mal das da aufmachen.
Das schadet nicht, so ein bisschen aus anderen Winkeln noch Strom abzuziehen. So, dann machen wir jetzt mal ganz, ganz vorsichtig gleich ein bisschen Schub in die Richtung. Noch ein bisschen gerade ziehen, dass wir auch tatsächlich in die richtige Richtung kommen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da gleich noch den blöden Dockingport wirklich erwischen. Oder habe ich den Dockingport schon? Faszinierend. Ist das das Startbauteil, mit dem er jetzt rechnet? Wäre auch witzig. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir nicht zu schnell werden. Wie viel Monopropellant verbrauche ich dabei? Ne, das sieht gut aus. So. Sehr schön. Das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Der Idel ist im gleichen Hotel, oder? Das wäre ja ein witziger Zufall. So. Oder Idel ist einfach nur in Berlin. Gleiches Hotel wäre auf jeden Fall lustig. Ach, im Zimmer nebenan. Kennt ihr euch und seid da gemeinsam in das Hotel gegangen? Oder ohne jetzt was unterstellen zu wollen, um Himmels Willen. Oder reiner Zufall.